Ich nehme mal alles mit. Nice Team. Kann nicht schaden. Aber eigentlich wollte ich ja hier nur kurz durch. Oh, wollte ich gar nicht. Entschuldigung! Wie kommt man denn hier nach innen? Can't afford a barber, let alone my wares. Ah! Ah, the serendipity. I'm so glad you... Master Witcher, what luck to happen upon you? Got work for me? New contract? Of the contract in question, you acquitted yourself beautifully years past. On your last sojourn in Beauclair. I was in a bit of a bind at the time, do you remember? Yet I swore a solemn vow to pay you in full one day. Guess it rings a bell. Sadly, you went on your way before I could settle matters with you. So, I took your coin and placed it in an account for safekeeping. What kind of account? A savings account at Cianfanelli Bank. You need but walk in and withdraw. The sum must be rather substantial by now. Okay. Thanks. Head over there first chance I get. Ich kann anscheinend da einfach meine Gotta stop by that bank. Belohnung mitnehmen. Now drink us some picky pudding. And bring it right here. Nilfgaardian Embassy. Nee, das ist hier nicht mit drin, oder? Aber da oben ist noch so eine Quest. Mitzunehmen? Nö. A witcher I may not be, but I always find the bottle promptly. Whose notion of order is this? Why doesn't someone do something? Was this truly necessary? And our knights, what are they, chumps? What's this about? Ah, the notice, is that it? Are you a witcher, master? Noises at the cemetery. You the one they bother? Yes, yes, and I'm alone in that, it seems. That is, no one else has bothered to take any steps, though all must hear the racket. I took the matter up with the ducal guard. They claim they found nothing, but I'm not sure they even bothered to look. What's left for me to do? Should I sniff about the cemetery myself? Nee, du bezahlst mich dafür, dass ich das mache. The noises, they pretty regular? Each night, I live next door. I hear it loud and clear, as if through a horn someone had stuck in my ear. Ah! Hawk! Ooh! Klingt witzig. Fick! And then, whack! Thud! As if another bear slammed
paint first into a cupboard. Know exactly what you mean. Fine, I'll tend to it. Any victims? Someone go missing recently? Or are we just talking noises? No one's come to harm, thank the gods. Why? Do you think it might be a monster? Could be, but doesn't need to, though. Might also be grave robbers, tramps. Remains to be seen. I can't rightly say what would be worse. Whatever the case, Godspeed, Master. Godspeed. Ha, laufe ich einmal durch ihn durch. Der wirkt ja gerade so ein bisschen zombie-mäßig, dabei ist er einfach nur besoffen. Aber es hat ja manchmal eine gewisse Ähnlichkeit. Also ich meine, das könnte hier, so wie es hier drin aussieht, könnte das auch aus Resident Evil 7 sein. Oh Mann, wie ich mich auf die Demo freue. Ach man, es ist schön hier. Vineyard. Okay, was geht hier ab? Ach du Scheiße, diese Caterpillar-Viecher. Da brauchte ich die Irden-Dinger. Wie sind denn das? Ja, ich muss sehen, dass ich Insektenöl auf meine Waffe mache. Was? Fuck! Schon ein Camembert? Dass ich gerade so viel zu essen eingepackt habe. Ach so, das sind quasi hier diese Sachen, die eh auf der Karte eingezeichnet sind, wo, die ich jetzt quasi als Auftrag habe, zu befreien. Oh Mann, sieht das geil aus.
lend you coin for a while. Thank you for the rescue, Witcher. The days pass. Is it over? Pile of work. Bei den Sachen weiß ich immer nicht, ob ich die looten darf. Ich lasse es mal. So, und dann ist hier ein neuer Kräuterkunde dazu gekommen. Ich frag sie mal. Die Hexe. Leaping Lipiota! We're saved! My hero. No hero, just a witcher. Slaying monsters is my job. Brave and humble! Oh my! Oh, oh Gott. So furchtbar. Run this vineyard all by our lonesome? Oh, no. My father's the vintner. Oh, an excellent one, too. I merely help out. So where's your father? In the hospital. After he was wounded by those monsters. But he gets better by the day. What are you offering? What can I buy? The best herbs in all Toussaint! Gucke eher nach Rezepten. Na ja, gut, die Sachen brauche ich erstmal alle nicht unbedingt. Ich wollte aber noch mal gucken. Mir fehlten ja noch so ein paar Sachen. So, zum Beispiel fehlt mir hier, okay, Doppler-Mutagen werde ich nicht kriegen, Succubus-Mutagen genauso wenig, Treu-Mutagen genauso wenig, das heißt, die Kurs kann ich schon mal zumachen. Ja, die Sache grün färben brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wie gesagt, ein Link-Kostüm will ich mir vorerst nicht basteln. Cockatrice-Stomach werde ich hier nicht kriegen, oder? Nee. Sieht nicht so aus. Auch wie lange das immer dauert, das irgendwie alles darzustellen. So, und für Nigredo brauche ich nun was? Brauche ich noch einen White Gull? So, was fehlt mir denn für White Gull? Cherry Cordial, okay. Hat sie das? Nee, das hat sie auch nicht. Na gut. Dann hat sich das leider erledigt. Take care. Please, do stop in if you're ever around. Na gut, dann geht's auf aufs Pferd und weiter. Come on, Roach. Oh Gott, entschuldige. Tut mir leid. Ach Gott, ich hoffe, ich komme hier runter. Ah, sieht gut aus. Oh, wie blau dieses Wasser ist. That's it, Roach. Na komm. Come on, Roach. Na komm. Errant in distress. Okay, dann muss ich den retten hier. Ja.
Zack, zack. Noch mal Tattoo hinterher. Thank you, friend, for saving my enchained knightly body. Orders of dirty parchment? Deal with. But don't get too elaborate about it. No raping or impaling or eye gouging or whatnot. Cut off his head and get out. Sehr freundlich. Tja, und ich glaube, das war's hier auch schon. Feuer aus. Next. Hey, Beludi. Ja, ich stream auch mit OBS. Obwohl Internet und Hardware es mitmachen müssen. Ich kann dir nur empfehlen, probier mal Twitch Analyzer. Der kann dir dann vielleicht einen Hinweis geben, woran es liegt. An sich streame ich immer mit unterschiedlichen Einstellungen. Also jetzt streame ich mit einer sehr hohen Bitrate und in Full HD. Aber viel mehr kann man sich da auch eigentlich nicht angucken. Also wenn du jetzt zum Beispiel streamst dann, und es hakelt läuft, dann liegt es meistens an zwei Sachen. Entweder die CPU macht es nicht mit oder deine Internetleitung. Wenn du jetzt meinst, es kann an beidem nicht liegen. Eigentlich muss es an einem von beiden liegen. Wüsste ich jetzt nicht so genau. Aber google mal nach Twitch Analyzer und der fragt dich dann nach deinem Channelnamen und während du streamst, kannst du das dann mal anschmeißen. Dann dauert es eine Weile, dann guckt er sich halt irgendwie, weiß ich nicht, 15 Sekunden oder so an. Und dann kann dir zumindest sagen, ob du vielleicht eine zu hohe Bildrate hast oder sowas. Guten Aus Contract. Ja, hier sind die ganze Zeit irgendwelche so Kleinigkeiten und ich habe immer. Ich komme nicht vorwärts, weil ich überall helfen muss. Sir, are a witcher. The very one that Duquesa summoned. Guilty as charged. And you gotta be someone who wants something from me. It's like you read my mind. You see, those caves are like cellars the gods carved out for their own stores. Spacious, dry. Just some monster lives inside them. A soothsayer. Gods be kelted, a soothsayer. So will you help? Ja, natürlich. Auch wenn die Viecher echt ätzend sind. I'll see to it. For the sizable reward I foresee you giving me. Ja, das muss aber nicht mal was damit zu tun haben, wie viel du genannt, also wenn du jetzt sagst, es ist eine 100 Mbit Leitung, also einmal bezeichnet das ja den Download und was wichtig ist, ist dann der Upload. Und andererseits weißt du ja nie, wie viel wirklich durch die Leitung durchgeht. Also wenn du siehst, jetzt unten bei OBS steht ja immer dran, Dropped Frames. Hast du denn da welche? Oder steht da Dropped Frames 0? Also Dropped Frames oder verworfene Frames sind halt die, die im Grunde nicht durch die Leitung passen und die er deshalb wegschmeißt, obwohl sie fertig gerendert sind. Dankeschön. Theoretisch könntest du noch probieren, ob das Spiel eventuell. Oh fuck. Ob das Spiel eventuell höher priorisiert ist als OBS. Dann könnte es sein, dass er quasi die CPU-Leistung in das Spiel steckt und beim OBS zu. Oh fuck!
Abgesehen davon, dass es jetzt voll ruckelt. Ich kann ja nichts mehr machen. Hier ist es gerade abgestürzt. Das hatte ich auch noch nicht. Gerade zu viel anscheinend. Wo er mich jetzt rausschmeißt. Okay. Dann nochmal ab hier. Gebt mir weg, ihr blöden Wölfe. Die Viecher hier sind vom Level her alle relativ hoch, also gegen die will ich jetzt nicht ungern, kämpfen. Ich glaube, ich nehme die Quest diesmal nur mit und laufe dann aber weiter. Ich mache jetzt erstmal die eine hier fertig. Dann komme ich eben nochmal zurück. Die alle hier ausflippen, nur weil ich mit dem Pferd hier durchreite. You, sir, are guilty as charged. It's just some. Sure. Ich speichere mal ab, bevor ich da nochmal reingehe. Ich glaube, ich gehe da doch rein. Weil, ja, sonst muss ich halt auch nochmal den ganzen Weg zurück und so ist es direkt erledigt. Ich glaube, Urden war am besten dagegen, oder? Art? Ich glaube, irgendwie ging dann am Schluss doch. Ich probier's mal. Ein Blutmoos. Na gut, mal sehen, ob die Konsole gleich wieder abstürzt. Ah, diese Schelma-Viecher sind auch echt krass. Das Feuer ist auch echt krass. Ein Glück. Wenn es sich eingibt, muss man weg. Oh. Ist er noch weiter weg? Ich darf mal hier unten hinten stehen. Zack, zack, zack. Geht doch.
Knopf war das B. So? Well? Problem solved. Shalmar that lived in the cave won't pester you anymore. Superb! I've gained a warehouse, and you've gained my gratitude. Der hat auch nichts Besonderes, oder? Der was? Nee, irgendwie halt so Weinzeug. Den speziellen Alkohol, den ich als Witcher benutzen kann, den habe ich jedenfalls nicht. Na gut, dann verteilen wir mal das Level ab. Nee. Das wollte ich mal durchskillen. So, habe ich da eigentlich einen grünen drin? Ist das jetzt ein Fehler, weil ich hier... Ich glaube, ich habe mich jetzt einfach nur verklickt. Pyromaniac ist da unten rechts. Das fehlt jetzt, ne? Nee, jetzt fehlt es da. Was fehlt mir denn noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Achso, es sind nur 8. Wird es dieses gewesen sein?